In Großstädten wie Hamburg oder Berlin sind sie längst ein vertrauter Anblick. In Flensburg gibt es die umstrittenen Gefährte erst seit einer Woche. Unsere Reporterin Lisa will so einen E-Scooter des Anbieters Tier heute zum ersten Mal ausprobieren. Ja, ich habe dieses Exemplar hier auch direkt gefunden und bin gespannt, ob er mich zum Einkaufen bringen kann und was er so taugt. So, dann schauen wir mal, ob ich die App finde. Tier Scooter, da steht es schon. Melde dich an, um loszufahren. Los geht's. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen muss man noch bestätigen und dass man 18 Jahre alt ist. E-Mail-Adresse. Also sie wollen wirklich alles von einem wissen. Zahlung hinzufügen. Kreditkarte oder PayPal? Wir nehmen PayPal. Ich sehe Flensburg, eine Karte von Flensburg mit grauen Zonen und roten Zonen. Die roten Zonen sind die nicht Non-Parking-Areas. Dort darf man seinen Roller nicht abstellen. Aber ich sehe schon, außerhalb dieser Zone stehen drei Roller, die ich jetzt finden könnte. Aber ich habe meinen ja schon gefunden. Der Kickstarter. Die App ist selbsterklärend. Alles kein Problem. In rund 5 Minuten hat sich Lisa angemeldet. Der Akku zeigt dir eine Reichweite von 21 Kilometern an. Zum Einkaufen reicht das locker. Ich muss auch noch mal lesen. Anscheinend muss ich erst den QR-Code scannen. Also, wir scannen. Okay. Das ging sehr schnell. Jetzt gibt es auch noch mal die Warnhinweise, wie alles funktioniert. Doch jetzt ein Problem. Wie kommt man an den kostenlosen Helm ran? Eigentlich soll sich die Klappe nun öffnen lassen. Doch auch nach längerem Probieren tut sich nichts. Dann leider ohne Helm. Eine Pflicht dazu gibt es noch nicht. Fahren muss Lisa auf der Straße oder auf Radwegen. Pro Minute kostet sie der Fahrspaß 19 Cent. Außerdem fallen bei jedem Mal Einloggen 99 Cent an. Das ist schnell. Geschafft. Die erste Fahrt hat Lisa gemeistert. Zack, geparkt. Es war eine wilde Fahrt, habe ich das Gefühl. Also die Toastbühne runter, wurde man immer schneller, teilweise gebremst durch den Motor. Am Hafen war es wunderschön, da sind mir auch andere Roller entgegengekommen. Das war echt cool, einfach stehen zu fahren und aufs Wasser gucken zu können. Also es war gut. Ich habe den Roller geparkt und habe auf Fahrt pausieren gedrückt. Da bin ich mir jetzt leider nicht genau sicher, ob ich gerade weiter bezahle oder nicht, weil hier 19 Cent pro Minute während der Pause steht und die Uhr weiterläuft. Deswegen denke ich, drücke ich jetzt mal auf Fahrt beenden. Einen guten Abstellplatz habe ich gefunden. Das waren jetzt 34 Minuten, dadurch habe ich 7,46 Euro bezahlt. Meine Fahrt war gut. Gut. Los geht's. Was auffällt, Lisa und der Elektroscooter ziehen viele neugierige Blicke auf sich. Was sagen die Flensburger zum neuen Mobilitätsangebot? Tolle Idee, gefährlich oder Verschandelung des Stadtbildes? Also ich habe es schon gesehen, an mehreren Stellen auch, ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert, habe es aber dann irgendwie auch mitgekriegt, dass das so, finde ich eine schöne Sache. Für mich wäre es nichts, weil ich bewege mich lieber selber. Flensburg ist ja auch so schön groß auseinander, zwar klein wiederum, aber die schönen, netten Ecken kann man ja alles mit so einem Gefährt dann locker einmal abklappern. Im August war ich in Paris gewesen und da lagen die überall rum und das hat mir nicht so gut gefallen. Ne? Aber ich weiß nicht, wir hoffen, dass es hier nicht so ist passiert. Also ich habe mal im Internet sowas gelesen wie, überall steht jetzt Elektroschrott rum, das fand ich schon ein bisschen derbe. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Ist ja mal was Neues. Man könnte es ja auch durchaus mal gutieren, finde ich, wenn mal was Neues eingeführt wird in der Stadt. Lisa hat fertig eingekauft und hat Glück. Ihr Roller steht noch da. Die Einkäufe sind erledigt. Brot habe ich auch ergattert. Das wird jetzt alles verstaut. Und dann geht es zurück nach Hause. Lisa ist wieder zu Hause angekommen. Und welches Fazit zieht sie aus ihrer ersten E-Roller-Tour?
Ja, die Erfahrungen waren gut. Es war teilweise etwas kühl, muss ich sagen. Gerade unten am Hafen, wenn der Wind einen erwischt hat, dachte man schon, ich hätte mir Handschuhe einpacken sollen. Aber es ging super flott, man konnte die Aussicht genießen. Ich war fix beim Einkaufen. Ja, und auch die Rückfahrt ging die Torsbystraße erstaunlich gut. Er ist von 20 km/h auf 15 km/h gefallen, aber er hat mich doch nach oben gebracht und ich bin durchaus zufrieden. Die Preise sind ein bisschen schwer zu überblicken, weil die Uhr die ganze Zeit weiterläuft. Deswegen, ja, die Uhr läuft weiter und man ist nicht genau sicher, wie viel bezahle ich jetzt eigentlich. Macht es jetzt Sinn, mich auszuloggen oder weiterzumachen? Auch wenn man Pause macht, läuft die Uhr weiter. Zum Einkaufen würde ich, glaube ich, das nächste Mal doch wieder mein Fahrrad nehmen. Das ist, ich sage mal, kostenlos und man bewegt sich dabei noch etwas mehr. Aber um vielleicht mal zum anderen Ende der Stadt zu kommen, eine Freundin zu besuchen oder einfach mal Spaß zu haben, würde ich es definitiv nochmal machen, ja.